Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 392. Mathe-Video, in dem ich die Lösungen aus dem Video 391 präsentiere und erkläre. Wir fangen gleich an. Erste Aufgabe war ja die Funktion f von x gleich x plus Sinus x und g von x gleich x plus Cosinus x. Man sollte nachweisen, dass diese beiden Funktionen bzw. Graphen auf dem ganzen Definitionsbereich streng monoton steigend sind. Ich mache das jetzt einmal exemplarisch für die Funktion x plus Sinus x. Das geht aber für die andere Aufgabe g von x gleich x plus Cosinus x völlig analog. Bevor ich loslege, zeige ich das mal. Und zwar, das ist die gleiche. Ihr seht hier, ich habe hier einmal mit GeoGebra, das habe ich vorbereitet, x plus Sinus x. Ihr seht die, wie soll ich sagen, f von x gleich x. Diese Gerade erkennt man, aber die Funktion läuft natürlich nicht jetzt so linear, sondern der Sinus geht ein und erzeugt hier so ein paar Wellen, Schwingungen, die von links unten nach rechts oben gehen. Ich kann das mal verkleinern, dann sieht man schön, ja, was das sieht, die läuft da. Ja, so geht das also nach oben. Und man soll nachweisen also, die Funktion scheint erstmal auf ganz R definiert zu sein. Ich darf ja hier oben für das x, bei dem x alleine und bei dem Sinus x alle reellen Zahlen einzusetzen. Der Graph ist auch offenbar monoton steigend. Hier könnte man vermuten, dass er mal hier so ein bisschen gerade ist. Und dann geht er wieder hoch hier. Vielleicht ist das hier so eine Sattelstelle. Gut, wer mag, kann das ja mal diskutieren. Gut, schauen wir uns das mal an. Also ich brauche, um die Monotonie zu untersuchen, das hatte ich ja in den anderen Videos schon hergeleitet, die erste Ableitung. Und f' gleich 1 plus Cosinus x ist die Ableitung. Hier. Jetzt wollen wir uns diese Funktion mal anschauen. 1 plus Cosinus x ist die um plus 1 parallel zur y-Achse nach oben verschobene Kosinusfunktion. Und es gilt, wenn man die Minima-Sier-Grafik herausnimmt, 1 plus Cosinus x ist immer größer als 0. Das ist, glaube ich, eine relativ einfache Kiste. Und zwar machen wir das mal hier. Da brauche ich jetzt eigentlich das nicht. Ich mache das hier einmal. Also ich mache mal 1 plus Cosinus x. Was? Was für ein Unsinn. Ja, da sieht man. Ja, bis auf die Minima. Die Cosinusfunktion wird also im Prinzip um 1 nach oben verschoben. Deshalb 1 plus ja in der Funktionsgleichung, weil das als additive Komponente hier hinzukommt. Es wird nach oben verschoben, sodass die Cosinusfunktion wirklich überall größer gleich 0 ist. Wenn wir die Minima herausnehmen, dann ist sie sogar größer als 0. Und das machen wir uns natürlich zunutze. Also 1 plus Cosinus x ist größer als 0. Dieses Zeichen heißt für alle x-Element r. Und wenn die erste Ableitung stets positiv ist, dann ist die Funktion dort sogar streng monoton steigend. Das ist im Prinzip schon alles. Ja, analog kann man das mit g von x gleich x plus Cosinus x machen. Das wollte ich hier aber nicht vorführen. Die zweite Aufgabe ist schon anspruchsvoller. Da sollte man Sinus und Cosinus auf 0 Pi betrachten. Dann war davon die Rede, dass die Graphen sich schneiden. Man sollte den Schnittpunkt bestimmen und im Schnittpunkt legt man Tangenten an und bestimmt den Schnittwinkel der Tangenten. Das versteht man unter dem Schnittwinkel der beiden Graphen. Man muss ja erstmal Schnittwinkel von krummlinigen Graphen erklären. Das ist also der Schnittwinkel der Tangenten in diesem Schnittpunkt. Ja, dazu machen wir, auch dazu habe ich ein paar Vorbereitungen gemacht. Das ist jetzt aber das ganz Falsche, nämlich das hier. Ihr seht, ich habe hier einmal die Sinusfunktion gezeichnet von 0 bis Pi. Dann habe ich die Cosinusfunktion gezeichnet von 0 bis Pi. Und zuerst berechnen wir diesen Schnittpunkt.
Dazu machen wir den Schnittpunktansatz. Wo ist Sinus x gleich Cosinus x? Oder wo ist Sinus x minus Cosinus x gleich 0? Diese Gleichung ist jetzt nicht so ohne weiteres nach x hin aufzulösen, sondern man muss das substituieren und ein bisschen rumtricksen. Ich mache das hier einmal einfach vor. Man setzt an dieser Stelle zum Beispiel Sinus x gleich z und man kennt hoffentlich aus der Mittelstufe die sogenannte Identität Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1. Und daraus folgt dann Cosinus Quadrat ist gleich 1 minus Sinus Quadrat. Schauen wir uns das mal an. Also wir haben Sinus x minus Cosinus x gleich z. Dann habe ich z minus Cosinus x gleich 0. Was habe ich gemacht? Ach nee, ich habe das eingesetzt. Ich habe für Sinus Quadrat und Cosinus Quadrat gleich 1 gilt 1 minus Sinus Quadrat oder Z Quadrat gleich Cosinus Quadrat und dann ist Cosinus gleich Wurzel aus 1 minus Z Quadrat. Das benutze ich jetzt gleich. Also, auf geht's. Sinus x minus Cosinus x gleich 0. Ich setze für Sinus x z ein und für Cosinus x, wie hier oben hergeleitet, Wurzel aus 1 minus z Quadrat gleich 0. Jetzt habe ich eine Wurzelgleichung, eine Gleichung mit Wurzel in z. Ist aber alles nicht so schwierig. Ich bringe die Wurzel auf die rechte Seite, z gleich Wurzel 1 minus z Quadrat und quadriere. Dann habe ich z Quadrat gleich 1 minus z Quadrat. Ich addiere plus z Quadrat und habe 2z Quadrat gleich 1 oder z gleich plus minus Wurzel aus 1/2. Da ich jetzt wieder rücksubstituieren muss, habe ich hier die Grenzen. Das sind ja die Grenzen nicht mit substituiert. Müsste man eigentlich machen, aber ich gehe ja sowieso wieder zurück. Ich habe also mit z gleich Sinus x, Sinus x1 gleich plus 1/2. Ergibt mit dem Taschenrechner x1 gleich 0,8 und Sinus x2 gleich Minuswurzel aus 1/2 ergibt mit dem Taschenrechner x2 gleich minus 0,8. Weil wir aber uns von 0 bis Pi nur auf der x-Achse bewegen, scheidet dieser Wert aus und wir bekommen nur x gleich 0,8 heraus. Da habe ich mich verschrieben. Gucken wir uns das mal in GeoGebra an. Ihr seht, der Schnittpunkt, den habe ich bestimmt. Den blende ich jetzt hier mal ein. Da ist der Schnittpunkt und der Schnittpunkt hat die Koordinaten 0,8 und den y-Wert 0,7. Also das GeoGebra ist hier so ein bisschen genauer, als ich es mit dem Taschenrechner gemacht habe. Gut, wie geht es nun weiter? Ich habe jetzt den Schnittpunkt und muss an beide Graphen die Tangenten anlegen. Ja, ich habe den Schnittpunkt und muss bei beiden Graphen die Tangenten anlegen. Das zeige ich mal. Ihr seht, ich habe das vorbereitet. Ich habe hier einmal, ich nehme das einmal, hier ist das f. Und jetzt lege ich hier die Tangente an f. Da seht ihr die Tangente an f. Das ist die Tangente an den Sinusgraph. GeoGebra gibt mir dann gleich die Funktionsgleichung, die ist nämlich 0,71x plus 0,15. Das leiten wir mal eben her. Also ich habe f von x gleich Sinus x. Die Ableitung ist f' von x gleich Cosinus x. f' an der Stelle 0,8. Die Steigung an der Stelle 0,8 ist der Cosinus von 0,8 ist etwa 0,7. Jetzt setze ich die Tangentengleichung an. Das ist eine lineare Gleichung mit y gleich mx plus n. Die Steigung m habe ich schon rausbekommen, ist 0,7, steht hier. Jetzt muss ich den Punkt noch einsetzen. Für x setze ich 0,8 ein und für y setze ich 0,7 ein. Das löse ich nach n hin auf und bekomme 0,14 raus. Und ich erhalte als erste Tangentengleichung 0,7x plus 0,14 habe ich, glaube ich, gezeigt. So, gucken wir uns das mal an. Ja, 0,7x plus 0,15 steht hier 0,14. Das Gleiche macht man, wenn ich die Tangente an die Cosinus
Wenn ich die Tangente, so wie hier jetzt, an die Kosinusfunktion anlege, seht hier, habe ich hier die zweite, da kriege ich minus 0,71 plus 1,26 raus. Das blende ich jetzt einmal ein. Seht, hier unten steht die zweite Gleichung. Die habe ich genauso hergeleitet, deshalb brauche ich das jetzt an dieser Stelle nicht nochmal erklären. Wer das genau nochmal nachlesen will, der kann sich die Unterlagen von meiner Homepage downloaden oder kann hier zum Beispiel auch das Video anhalten. Jetzt habe ich hier so ein bisschen geschmiert und das bitte ich euch einmal nicht zu beachten. Schwierig wird es jetzt, das hatte ich ja schon erklärt, Schnittwinkel zwischen zwei Geraden. Schnittwinkel zwischen zwei krummlinigen Graphen entspricht also dem Schnittwinkel der Tangenten im Schnittpunkt. Jetzt haben wir hier, ich habe die Graphen mal weggelassen, folgendes Problem. Wir haben zwei Tangenten. Das ist die erste Tangente und das ist die zweite Tangente. Und ich möchte gerne den Winkel zwischen diesen Tangenten herausbekommen. Ich habe den genommen, man kann auch den größeren nehmen, das Schnurzpiepst egal. Normalerweise nimmt man als Winkel immer den Winkel, der, so wie hier an dieser Kreuzung, ist ja immer einer unter 90 Grad und einer über 90 Grad. Man nimmt immer den unter 90 Grad. Ihr seht, man macht das über den Tangens. Diese Gerade hat ja die Steigung 0,7 wegen des m. M ist ja 0,7 oder m war 0,7. Also setzt sich ein Tangens Alpha 1 gleich 0,7 und erhalte über den Taschenrechner 35 Grad für Alpha 1. Die zweite Tangente von oben links nach unten rechts hatte die Steigung minus 0,7. Dann bekomme ich raus Alpha gleich minus 35 Grad, wobei die minus 35 Grad die Orientierung anzeigen und nicht die absolute Größe oder das Maß. Das heißt, dieses Alpha 2 ist auch 35 Grad. Und dann habe ich also insgesamt hier 70 Grad und 180 minus 70 sind 110 Grad. Diese beiden Winkel sind 110 Grad und dann müssen die beiden anderen Winkel 70 Grad sein. Das heißt, der Schnittwinkel zwischen diesen zwei Tangenten ist 70 Grad. Auch das habe ich mit GeoGebra nochmal bestimmt. Und zwar, ich habe hier zwei Hilfspunkte A und B genommen. Ihr seht, A liegt hier, B liegt hier. Und dann habe ich den Winkel zwischen A, S und B ausgerechnet. Und das ist hier der Winkel Alpha. Das blende ich mal ein und da seht ihr, kann man das ein bisschen hier wegziehen? Nee, das geht nicht. Kann man nur den Schnittpunkt wegziehen, also. Doch, hier. Alpha ist 70 Grad. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, die Unterlagen könnt ihr downloaden von meiner Homepage. Wenn ihr das wollt. Ich bedanke mich für die Zuschriften, die mich inzwischen erreichen, für die Nachfragen zu meinen Videos. Ich freue mich da sehr drüber. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Die Reihe wird natürlich fortgesetzt. Was ich im nächsten Video mache, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und sage Tschüss.